Wusstet ihr, dass 99,9% der Menschheitsgeschichte von der Steinzeit über die Bronzezeit bis hin zur Eisenzeit noch vor der Erfindung der Schrift liegen? Genau damit beschäftigen wir uns. Und es ist hands-on ab dem ersten Semester. Wir arbeiten mit Kellen und Spaten schön in der Erde. Wir untersuchen die Kulturen Alteuropas, von der Jungsteinzeit bis ins frühe Mittelalter. Und das sind nicht nur ein paar Fundstücke, das ist beinahe die gesamte Menschheitsgeschichte. Unser Themenfeld umfasst also eine ganze Menge. Von steinzeitlichen Siedlungen über bronzezeitliche Grabhügel bis hin zu frühmittelalterlichen Gräberfeldern. Wir arbeiten überall dort, wo Vergangenheit unter der Erde begraben liegt. Und es gibt kein NC bei uns, aber dafür eine tolle Mischung aus Theorie, Praxis und Technik. Unser Lehrstuhl liegt mitten in der Residenz. Ich meine, schaut euch das mal an. Das hier ist unsere Bibliothek, das Herzstück unseres Lehrstuhls. Hier entsteht vieles gemeinsam. Außerdem fahren wir auch regelmäßig auf Exkursionen, in Deutschland oder auch mal weiter weg. Für die Auswertung benutzen wir Programme wie Blender oder QGIS, um 3D-Modelle zu visualisieren und Fundkontexte besser zu verstehen. Zur Erforschung vergangener Lebenswelten gehören heute übrigens auch Fragen zu Klimawandel, Migration oder auch Geschlechterrollen. Und das Beste ist, jeder kann seine Stärken mit einbringen, egal ob das Zeichnen, Handwerk, Sprachen oder IT ist. Egal was du mitbringst, das Archäologiestudium wird dadurch individuell. Es geht nämlich nicht nur um Ausgraben, es geht um Forschen, Denken, Deuten und natürlich auch Entdecken. Archäologie gibt es übrigens nicht nur bei den Pyramiden, sondern auch hier, direkt vor unserer Haustür. Grabungsfirmen, Denkmalamt, Museen, all das wartet auf uns. Auch Ausstellungen, Führungen, Vermittlungen, also einfach Geschichte lebendig machen, das ist unser Job. Die meisten arbeiten nach dem Studium inlands, also entweder weiter an der Universität, bei der Denkmalpflege oder hier im Museum. Denkmalamt, Baustelle oder Museum, egal, unsere Vergangenheit hat Zukunft. Attention, the elevator will take you directly to the Ice Age.